Da steht's. Ausgeliefert wird der Wagen mit einem RS-Motor. Und die Zündung, da seht ihr hier zum Beispiel mal das Verhältnis von Ladedruck und Zündung. Ja Leute, jetzt kommen wir hier zu was ganz Besonderem. Wir haben es ja in einem Video schon mal gezeigt und so hier und da gab es immer so ein paar Schnipsel von diesem Projekt. Da steht's. Das ist ein Dallara Stradale. Viele von euch werden ihn vielleicht nicht kennen. Guck mal ein bisschen bei Google. Ist ein sehr besonderes Fahrzeug. Die Geschichte dazu kann man sich bei Google gut durchlesen. Bei Wikipedia steht sie sogar, glaube ich, auch drin. Ja, mir liegt dieses Projekt ganz besonders am Herzen. Ich meine, guckt euch das Auto an, da braucht man nicht viel zu sagen. Es ist einfach nur ein Hammerteil. Und jetzt gehen wir nach hinten und zeigen euch mal explizit, was da eigentlich verbaut ist. Wie ihr hier seht, befindet sich im Heck dieses schönen Vehikels ein Ford-Motor. Der Vierzylinder. Ausgeliefert wird der Wagen mit einem RS-Motor. Und ja, die Standfestigkeit ist uns ja allen bekannt. Und dieses Auto wird wirklich vehement auf der Rennstrecke geprügelt, sag ich mal. Der hat 70.000 Kilometer gelaufen, würde man bei so einem Fahrzeug gar nicht erwarten. Es wurde sehr, sehr viel ausprobiert. Es ist sehr, sehr viel kaputt gegangen an dem Auto. Unter anderem mehrere Motoren. Das Getriebe ist geplatzt, also gerissen. Nicht direkt geplatzt, sondern gerissen. Der Besitzer hat schon einiges gemacht, also Getriebeölkühler verbaut und solche Geschichten. Und wir waren jetzt für den Motor zuständig und haben hier verbaut einen STMK3-Block mit unseren gewohnten Komponenten, sprich Schmiedekolben, Schmiedepleuel, Ausgleichswellen-Delete, Ölschwallblech und so weiter. Dann haben wir dazu ein Garrett-Kit gebaut. Da ist, wie ihr hier seht, mit einem externen Wastegate und einem G25-660 Turbolader. Das fanden wir für den Einsatzzweck des Fahrzeugs eigentlich den besten Turbo, den du so für dieses Fahrzeug jetzt mal verwenden kannst. Spricht sehr früh an und hat ein geiles Powerband. Das heißt, die Ansaugung musste umgebaut werden natürlich, das ganze Gerät hier. Dann haben wir hier einmal die Ladeluftleitung, das Blow-Off-Ventil. Den Ladeluftkühler sieht man leider nicht ganz genau, weil der ist hier im Seitenkasten. So. Die Kurbelwellengehäuseentlüftung geht nicht auf unsere Kappe, das haben die in Italien schon umgebaut. Wir haben den Kühlwasserbehälter haben wir noch gebaut mit der Krümmerkühlung, haben einige Sachen noch am Kühlsystem umgebaut. Ja, und jetzt ist er eingefahren und jetzt geht das so langsam ans Abstimmen. Wo soll ich da am besten anfangen? Die Schwierigkeit ist eigentlich bei diesem Steuergerät, dass da gibt es halt nichts für. Ne? Da musst du alles suchen. Ja, ach so, das wollte ich noch sagen. Den Tank wollten wir auch eigentlich noch Pulver beschichten, aber dieses Auto muss ganz, ganz dringend jetzt weg nach Italien. Da muss ich auch in 2 Wochen dann runter zur Rennstrecke und muss dann nochmal mit ihm zusammen ein paar Logdaten nehmen. Wir haben soweit ja schon eine Abgastemperaturanzeige und die ganzen wichtigen Dinge haben wir. Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier dann zum Thema Software, weil das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Am Motor sind natürlich auch noch Nockenwellen verbaut, hatte ich gerade vergessen. Wir haben andere Nockenwellen. Dann haben wir die Hochdruckpumpe vom Audi TTRS, die hat er selber verbaut. Ja, und da wir jetzt mit diesem Lader, mit dem Steuergerät erstmal von Grund auf anfangen müssen, fangen wir jetzt mal an und testen das Ganze mal aus mit so 0,8 Bar ungefähr. Und dann gucken wir mal, wo die Parameter stehen und was wir noch ändern müssen und wie weit wir überhaupt mit der Leistung kommen, weil das Einspritzsystem wird nicht so weit reichen. Ich weiß nicht genau, wie viel Leistung wir damit erreichen werden, aber das werden wir dann jetzt gleich rausfinden. Und dann ist das auch erstmal fertig, das Auto, für die ersten Tests auf der Rennstrecke. Und danach, wenn das dann, ich denke mal, Alex ist so, der will eigentlich immer mehr. Und ich denke, dass wir dann noch in den Genuss kommen werden, eine Port Injection zu verbauen. Und dann geht die Reise auf jeden Fall so Richtung 500 PS mit dem Turbolader. Wir mussten einmal kurz unterbrechen. Wir hatten ja hier den Dallara drauf und den... Sitz selbst. Ja, da ist was dazwischen gekommen. Jetzt musst du noch eben eine Abstimmung machen. Und das wollte ich aber zeigen, weil das Ergebnis ist echt gut. Ein bisschen, was haben wir an Hardware? Das war Auspuffanlage. Das war's. Ich muss mich nachher, also heute Abend, Nacht irgendwann noch darum kümmern, dass die Auspuffklappe im Sportmodus immer offen ist. Mal gucken, ob das klappt bei dem Auto. Eingangsmessungen waren hier schon 218 PS und 331 Newtonmeter. Die hat er hier allerdings nur kurz im Peak. Na, wie ihr seht, regelt er das sofort runter. Aber satte 218 PS Serie, das ist schon nicht schlecht. Ja, und dann haben wir jetzt 242 und 402 Newtonmeter. So, sieht ganz gut aus. Und schön auf 98. Der ist sehr potent, der Kleine. Ist so ein sehr schönes Auto. Luca kann ja mal kurz so ein bisschen ein paar Aufnahmen davon machen.
Wir sind jetzt die ersten Läufe gefahren. Wir mussten leider unterbrechen. Luca war gestern nicht mehr da. Ihr seht es wahrscheinlich in meinen Augen. Ich hatte eine sehr lange Nacht. Wir haben gestern zig Läufe abgefahren und gemerkt, na, die Wastegate-Feder ist doch ein bisschen hart. War eine 0,8er-Feder drin. Wir haben jetzt eine 0,5er reingemacht. Wir machen jetzt natürlich dann an der Stelle hier mit euch wieder weiter, weil wie gesagt, Luca hatte gestern schon Feierabend. Der lag, glaube ich, im Bett, als wir das gemacht haben. Dann irgendwie um 1:30 waren wir fertig. Ja, weil wir vorher die ganze Zeit Läufe abgeballert haben. Und wir kamen im Drehmoment gestern viel zu hoch. Wir waren bei 680-690 Newtonmeter. Das ist für so ein Auto einfach viel zu viel. Bisschen natürlich Anteil Steuergerät, ein bisschen Wastegate. Dann habe ich die ganze Füllung viel, viel weiter runtergefahren. Und haben jetzt hier mal getestet. Also zwei Maps. Du hast ja einmal den Sport- und den Normalmodus in diesem Auto. Hier haben wir mal rausgefahren mit 1 Bar, 1,4 Bar. Und ihr seht hier in dem Drehmoment die Beule. Das ist, weil ich die Füllung straight gemacht habe und dann geht er natürlich einmal hoch und runter. Die Laderegelung ist auch noch nicht ganz fein abgestimmt. Das machen wir gleich alles natürlich besser. Das war jetzt nur der erste Lauf für diesen Tag, damit das mal, ja, damit wir sehen können, funktioniert das Ganze jetzt richtig. So, und dann haben wir hier natürlich oben in der Spitze 575 Newtonmeter, steigen hier aber mit 480, so weit von, ja, 476 Newtonmeter fangen wir an. Ich habe beide Maps untenrum von der Füllung erstmal gleich gemacht, um überhaupt zu gucken, wo bleiben wir jetzt, also wo sind wir von der Leistung her. Zündung ist auch noch nicht gemacht, ne, nix. Wir hatten mit der anderen Wastegate-Feder, aufgrund, dass die so hart war und der so angerissen hat, hatten wir gestern 493 PS. Das ist möglich. Das Kraftstoffsystem, auf dem Prüfstand, hat noch gereicht. Wir hatten 10-15% Zuregelung. Das kann sich auf der Straße nochmal ganz anders verhalten. So, und deswegen müssen wir das auch dann in Italien natürlich auf der Strecke vernünftig testen. Aber bei 460 PS sieht es nochmal einen Schlag besser aus. Ich werde das so machen. Ich fahre nicht dieses, sondern danach das Wochenende fahre ich nach Italien und dann stimmen wir auf der Strecke ab ein bisschen. Ich habe mit dem Alex schon gesprochen darüber. Wie wir das genau machen, weiß ich noch nicht, aber ich werde sehr, sehr viele Maps vorbereiten, die wir dann abfahren können. Wir machen jetzt aber erstmal hier an der Stelle weiter. Mein Traum ist es eigentlich, dass wir den so bei 500 Newtonmeter, 550 Newtonmeter laufen lassen in der Sportmap, weil das wird sich wahrscheinlich in dem Auto am geilsten fahren. Also der ist ja sehr leicht und es darf alles auf der Strecke nicht zu heiß werden, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn du da keine Ahnung, wie lange Vollgas fährst, sind die thermischen Rahmenbedingungen dann nochmal ganz anders, als wenn du das mal eben auf der Autobahn anreißt. Und deswegen wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Die Sportmap werde ich noch einen kleinen Tacken runterschreiben, also dass wir so noch unter 400 PS bleiben. Und die andere Map, da machen wir jetzt gleich weiter und gucken mal, dass das wirklich schön sauber läuft. Die Zündung war gerade noch ein bisschen, war auch noch ein bisschen hakelig. Das kam aber durch Ladedruckschwankungen. Dann fängt er natürlich an, die Zündung nach oben und nach unten so jeweils gegen zu regeln. Ist klar, weil andere Druck, andere Zündung etc. Also andere Last, andere Zündung. Ja, und da machen wir jetzt mal weiter und gucken, dass wir die Delle da rauskriegen und ein schönes Drehmoment zaubern können. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, vielleicht kriege ich es auch relativ schnell hin. Kommt jetzt darauf an, wie die kleine Diva sich hier so verhält. So, wie ihr gerade gesehen habt, wir haben die nächste Map abgefahren. Das Ergebnis sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Ein paar Sachen habe ich zu bemängeln, aber wir sind jetzt bei 458 PS, 613 Newtonmeter. Hier muss ich halt rauskommen. Da muss ich was wegnehmen, dass ich hier mehr aufs Plateau gehe. Also alles bei 6000 passt und hier hinten muss ich wieder noch was auflegen, damit er hier den Druck noch ein bisschen mehr hält. Wir haben hier, könnt ihr das mal beobachten, das Problem ist, die Läufe gehen immer sehr, 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 sehr schnell. Das ist einfach gerade das Problem jetzt hier bei diesem Logger, weil das so nah aufeinander liegt. Aber da ist zum Beispiel unsere Einspritztrimmung, die ist bei Druckeintritt irgendwo bei 16%. Das will ich noch ein bisschen sauberer machen, weil hinten raus sind wir jetzt nicht mehr im oberen Bereich über 10, sondern hier sind wir ganz sauber irgendwo Richtung 6% Trimmung unterwegs. Das ist schon sehr geil. Der Lambda ist genau, wie er soll. Ne? Und die Zündung, da seht ihr hier zum Beispiel mal das Verhältnis von Ladedruck und Zündung. Der boostet erst hier an, das ist klar, das ist ein Kugellager-Turbolader, der spoot unglaublich schnell, dann regelt er sich ein. Das ist aber auch, weil der Lauf so schnell geht. Das ist einfach jetzt gerade auch so ein bisschen unser Problem. Ich würde das gerne noch ein bisschen mehr auf der Straße fahren, aber wir haben einfach nicht die Bedingungen dafür.
Das müssen wir da noch fein abstimmen. Dann geht er einmal runter, macht hier nach oben und hier hinten baut er dann ab. Das sind die letzten 500 Umdrehungen. Das seht ihr auch hier im Prüfstand an der Stelle. So, dann müssen wir gleich, oder muss ich jetzt gleich gucken, dass ich da noch wirklich das noch sauber ausbauen kann und Drehmoment ein bisschen wegnehmen. Ganz so einfach ist es nicht, aber wird schon. Ne? Wir sind auf einem guten Weg, sieht schon mal deutlich besser aus als das letzte, wo wir diese Welle drin hatten und von unten gar nicht nach oben kam. Denn wir jetzt mal weiter, achso, Verhältnis, Ladedruck, Zündung, könnt ihr hier sehen. Und zwar seht ihr, wo hier der Druck fällt, zieht er hier die Zündung dann wieder an. Ne? Ich kann mal gucken, ob ich die Loadlinie dabei habe. Die kann man dann mal da drüber legen. Da seht ihr die Loadlinie. Ne? Die verhält sich selbstverständlich relativ parallel zum Druck. Und zwar seht ihr, die grüne Linie ist der Ladedruck und dann kommt die gelbe Linie, ist Motorlast. Ne? So, die geht hier einmal hoch bis 230%. Und dann, weil der Druck hier so fällt, geht der runter auf 210. Ich würde jetzt 210, 215 ungefähr, und dann zieht er hier wieder an, weil der Druck hier auch wieder anzieht. Und da geht er dann runter, weil der Druck halt extrem abfällt. Alles in allem bin ich eigentlich schon mal ganz zufrieden. Jetzt machen wir den nächsten Step. Und die erste Map habe ich auch gerade abgefahren. Die hat unten rum noch ein bisschen viel Drehmoment. Die hat dann auch wie diesen Einschwinger gehabt, weil ich das sehr parallel gemacht habe. Und wir haben denselben Drehmoment, Einschwinger, nur ein bisschen tiefer. Das machen wir gleich noch. Das zeigen wir euch dann gleich beim nächsten Lauf. So, ich gehe jetzt programmieren. Wir haben jetzt die zweite Map nochmal abgefahren. Wir sind jetzt bei 573 Newtonmeter. Das ist nur noch ein ganz, ganz leichter Überschwinger. Aber da die Linie so geil aussieht, lasse ich das. Das bleibt jetzt so. Jetzt gehen wir an die erste Map. Da ist das Ziel 350. Das lief gerade schon nicht ganz so geil. Wir wollen jetzt mal gucken, wo wir hingehen. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen korrigieren müssen. Die nehmen wir euch jetzt aber einmal mit ins Auto. Also, hier haben wir die Normal-Map. Das sind 511.344. Da werde ich immer noch ein bisschen runternehmen. Und nach hierhin muss ich ein bisschen ausbauen. Und um dann die 350 sauber zu halten. Das machen wir jetzt. Da macht er auch, kurz zur Erklärung. Also, wir haben einen Dosendruck von 0,5 Bar. Und hier ist er aber dann bei 0,5, ist er schon über der Anforderung, die er hier stellt. Also die Füllungsanforderung ist hier überschritten, deswegen macht er hier die Drosselklappe zu. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir so im 350er Bereich bleiben. Und dann ist das fertig. Ja, also die große Stufe ist final abgeschlossen, das sieht so gut aus. Das wird auf der Strecke schon fahren. Wenn nicht, muss man noch mal ein bisschen was rausnehmen. 573 Newtonmeter, das wird jetzt nicht ganz so kritisch sein, denke ich. Und ja, 468. Mal schauen. Ich bin echt gespannt, wie das in Italien abläuft auf der Strecke. Wie sich das Ganze verhält. Auch die Temperaturen, ganz wichtig, Abgastemperatur. Dauervorlast haben wir extra angeschlossen, damit wir das sehen können. Ja, also wir haben fertig. Ich habe jetzt ungefähr 30 Maps geschrieben. Stufe 1 und Stufe 2 sind fertig. Wir sind runtergegangen bis auf 457 PS für die Rennstrecke. 583 Newtonmeter haben wir jetzt. Und in der Sportmap. Wohlgemerkt, muss man aber auch dazu sagen, er wird auf der Straße wieder noch ein bisschen mehr haben, also etwas über 460, weil wir hatten jetzt gerade einen Intake Air von 45 Grad, weil wir so viele Läufe gefahren haben. Das sieht man auch an der ersten Kurve. Hier, da ist er ein bisschen am Wackeln. Aber ansonsten läuft das. Mein Ziel war jetzt, dass wir den auf jeden Fall bis hierhin bekommen, dass er da relativ gerade läuft. Nach der Adaptionsphase wird es relativ gerade werden, genauso wie hier. Den haben wir zuerst rausgefahren. Da war es aber schon warm und da fängt er natürlich jetzt, wo wir mit der IA so hoch sind, fängt er jetzt hier natürlich an, ein bisschen rumzutaumeln. Aber 500 Newtonmeter erste Map, 583 Newtonmeter zweite Map. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Die ganze Technik haben wir euch ja schon vorgestellt und dann sehen wir uns beim nächsten Video.